Hallo und herzlich willkommen zurück zu NBA 2K14, zu Let's Oracle NBA 2K14. Dies ist wieder ein Let's Oracle nach langer Zeit, aber ich hatte schon mal in einem Assassin's Creed Part gesagt, dass ich jetzt in den Playoffs wieder neu starten will und beziehungsweise der Assassin's Creed Part, der kommt noch. Der ist noch nicht draußen, wenn das Video hier erscheint. Und ich denke, ich werde das so machen. Ich werde immer, da sind es ja jetzt mindestens sechs Spiele, die ja bei den Playoffs pro Runde gespielt wird von einer Mannschaft, beziehungsweise von einer, sag mal, vor einem Duell von Mannschaften, sind ja jetzt jeweils immer sechs Spiele. Und ich denke, ich werde das dann aber so machen, dass ich nur ein Spiel mache und das sozusagen, das mein Orakel wird. Ich mache dann ein Spiel, was dann repräsentiert die komplette Runde dieser einen Mannschaft. Und ich habe mir, wie gesagt, die Partien aufgeschrieben, die ich spielen werde. Ich werde von der Western Conference und von der Eastern Conference jeweils eine Partie nicht machen. Das dürfte einmal Chicago Bulls gegen die Washington Wizards sein. Und die San Antonio Spurs gegen die Dallas Mavericks müssten das sein. Jeweils einmal auf der Eastern, einmal auf der Western. Und ich fange jetzt an auf der Eastern Conference mit den Indiana Pacers gegen die Atlanta Hawks. Ich weiß jetzt nicht genau, wer jetzt heim und wer auswärts ist. Ich werde jedenfalls die Indiana Pacers spielen und ist mir eigentlich egal, wer jetzt ist oder wer auswärts ist beim ersten Spiel. Jetzt ist es mir eigentlich jetzt egal. Aber ich habe mir jetzt rausgesucht und die werden jetzt alle nacheinander kommen, so gut es geht, werde ich die hochladen und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch eigentlich direkt an. Ich muss mal kurz auf den anderen Bildschirm wechseln. Perfekt. Und ich war ein bisschen leiser. So, ich denke, alles ist gesagt. Die Indiana Pacers starten als Erste aus der Eastern Conference. Ich weiß jetzt nicht genau mit welchen Wertungen, aber das dürfte egal sein. Die Atlanta Hawks starten als Achte aus der Eastern Conference. Also die ersten acht, wie gesagt, aus der jeweiligen Conference kommen in die Playoffs. Aus jeder Conference kommen die ersten acht. Und die Indiana Pacers waren die Ersten aus der Eastern Conference und die Atlanta Hawks die Achten. Das ist immer Erster gegen Achter, Zweiter gegen Siebter, Dritter gegen Sechster, Vierter gegen Fünfter. So wird es dann sein. Und kann man noch mehr noch sagen? Eigentlich nicht. Ich werde sagen, wir starten das Spiel. Viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Let's go. Welcome to 2K Sports. Glad to have you with us for a little NBA basketball. Friday night in the NBA. It's the Atlanta Hawks going up against Paul Millsap here. Gegen Paul George. Kevin Harlan and the rest of the Try and read my lyrics off of this paper before I lay 'em. But you won't take this thing out these words before I say I'ma be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him. And just a minute or two here for the players to get warmed up before the start of the game. Ja, 56 zu 26, meine Mannschaft, die Indiana Pacers, die ich jetzt spielen werde. Und hier die Aufstellung der Atlanta Hawks. Und hier die Aufstellung der Indiana Pacers mit Lance Stephenson, Paul George, David West, Roy Hibbert und hier Hill. Ja. Schnell einen Stuck trinken. Mit Jill Strohhalm. Der wahrscheinlich jetzt gehört, es tut mir leid. Paul George hier. Erstmal den Tip-Off schon mal geholt hier. Mal bitte den Block stellen. Ja,
it doesn't mean you're going to play any better, but you've got to use that emotion. Und der Dreier von, der geht leider nicht rein von Paul George, der Dreier. The young swingman out of Fresno State. Boy, he had a terrific year last season, was the most improved player last season and a first time NBA All-Star. Consider how young he is. Ah, die Dreier gehen jedenfalls nicht rein. He's got the potential to make plenty more All-Star games. Und natürlich der leichte Dank. So, Hill. Boy, the floor really opened up for him there. Den Block stellen. That was a very late reaction from the defense there. Hill dishes to George. Was ist denn los hier? Das kann doch nicht sein. That's three misses to start the game, guys. Does not bode well here early. And for Paul George, das kann nicht sein. Back in 2010, what a terrific find for the Pacers. Well, he was already a good player, but I think the injury to Danny Granger last season created the opportunity for George to really emerge as an All-Star. And that's exactly what he did. Das kann nicht sein. Excellent defensive player has a chance to be really special. Now here's Teague. 11 points for him in that last game against the Bucks in Milwaukee. Das kann nicht sein. You're guaranteed a high quality shot on a follow just like that. Ja, endlich mal der Alley-Oop von auf Roy Hibbert. Coaching stars in the league, Frank Vogel took over the Pacers on an interim basis three seasons ago and immediately paid dividends. He had a strong finish to that season and his first season in a competitive first round series against Chicago, and that success has continued to build and grow, and Frank Vogel deserves a lot of the credit. Nicht sehr gut von uns gemacht, nicht sehr gut von Roy Hibbert. Goaltending. So, schon die Auswechslungen. CJ Watson jetzt drin. Ein bisschen zu lang gehalten, das kann nicht sein. Ja, Evan Turner jetzt im Spiel. Sehr schön gestört von Mahimi. Das kann nicht sein, ich spiele so einen Müll. Just over 2.5 minutes played here so far in the first quarter. There's the dish to Mac. Es kann nicht sein, und jetzt wird es eine gute Defense. Williams passes it to Brand. The turnaround. The shot is off. The defense better not make a habit of giving him that shot. I mean, he doesn't miss many. Ah, egal, da war nicht zu erwarten, dass er reingeht. Erste Hälfte vorbei. Man kann sagen, wir spielen extrem scheiße. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Und mehr eigentlich auch nicht. Ja, mehr kann man eigentlich nicht sagen. Erstmal einen Schluck trinken. Weiter geht's. Gucken, ob wir es endlich mal rumreißen können, das Rad. Allen Stevenson mit einem schönen Defensivspiel. That's the five to begin the second quarter for the Pacers. And Mac kicks to Brand. Williams. Williams gets a screen from Brand. Clock is at three. Das hat gut gespielt. Williams has got the second quarter going with the first basket of the period for Atlanta. Watson, the pass to Stevenson. Outside Turner. Sehr schön von Mahimi. Rebound geholt. It's a great play under the boards for him, and you know that's the standard that he sets. It seems like all those second chance points, I mean they're there for him game in, game out. Brand sets a screen for Williams. Back to Brand. There's the feed to Matt. Oh. Ja, da wurde ich weggeblockt von meinem eigenen Spieler. Das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist unverantwortlich. Stevenson, soll er raus?
Ja, mach mal George rein und hier mach mal Rybert wieder rein. Mal wieder ein paar Points zu machen. Yeah, those bombs were really falling. Roy Hibbert's checked in for the Pacers. Paul George comes in for Lance Stevenson. Yes, der erste Dreier von Evan Turner. Most any NBA player can make you pay when you leave them that wide open. That's why you have to stay alert on defense. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. A minute and a half gone here in the second quarter. When Hibbert came into the league, as everybody assumed. So, jetzt sieht's nicht mehr so scheiße für die Pacers. Bitte direkt weiterspielen. Kein Druck hier. Kein Druck. Sehr schön, Ball im Aus. Carroll. Sehr schön. They are the favorite right now to lock up the number one seed come playoff time, sitting in first place right now and not looking like they, you know, are going to be slowing down at all. Oh, hätte ich durchgehen können, hätte ich. Not in the same realm right now in terms of their record. Sehr schön, Evan Turner. They've just never really found their groove this season. I mean, not yet anyway. Egal, wenn man so auf die Punkte machen kann. Man, they don't have a lot of time left to find that groove, Clark. That's the problem. I mean, unless things really come together for them soon. Ja, yeah, sehr schöner Block. Und schöne. Ja, okay, aber wenigstens Foul geholt. Das war auch ein wenig komisch gespielt, muss man sagen. Und einen komischen Wurf hat er auch. So, T kommt rein, Korver kommt wieder rein, Millsap kommt rein und Antich kommt rein. Sehr schön, Evan Turner schon mit 7 Punkten, glaube ich zumindest. Sehr schön. CJ Watson gegen Jeff Teague. Teague dishes to Williams. Pass to Millsap. Skola is there. Rocket 6. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön, 2 Blocks hintereinander. Here is Watson, Teague covering. Here's. Oh, der war scheiße. Aber der geht rein. Wow. Paul George. Der war scheiß Wurfposition, aber der war. Oh, ja. Aber Skola mit dem Block gegen Millsap. Und dann der Block von George auch noch. Sehr schön. Atlanta calls timeout. They went to Indiana for their last meeting with the Pacers. So, West und Mahimi kommen wieder rein. Cruise to a big win in that last meeting by getting a lot of the opposing starters out of the game early with foul trouble. Mahimi's checked in for Indiana. West comes in. Mahimi so alles machen kann. 1 second separating the shot clock and game clock. So. It's out of bounds to the Hawks as Atlanta retains possession. Na, okay. War zu erwarten. So, Teague wieder mit der Aufbau, Jeff Teague. So, CJ Watson wieder am Verteidigen. Outside Teague, 5 to shoot. Can they get it? And it's sent back by George. Yes, der ist drin. Buzzerbeater. Ah, Indiana, Mann. Yes. 15-10 zur Halbzeit. Yes. Dann der Layup von Paul George, der musste sein. Jetzt erstmal die Halbzeitpause. Viel Spaß. And now, brought to you by Sprint. Hey everyone, I'm Damon Bruce. A great game going on out in Indiana. Indiana with the lead against Atlanta. A nice job of sharing the rock, making plays for one another offensively. A productive first half for Paul George. He's picked up 4 points and has caused a lot of problems on the defensive side, swatting away plenty of shots. And the Hawks are still in it and going all out. They're crashing the offensive glass with reckless intensity, tremendous hustle. Paul Millsap making an impact in this one. Nothing comes easy. He's done the hard work, and they could pull it out once they get to the second half. And that does it for us here in the studio. Thanks so much for joining me. And now, back out to Kevin and the gang. The Sprint Halftime Report, presented by Sprint. Ja, das hat er schön gesagt.
würde ich auch so sagen. Jetzt dritte Viertel beginnt und ich denke, wir lassen die Ausstellung so, wie sie im Moment ist. Ich denke mal, da werden auch noch ein paar Auswechselsachen sein, nämlich zum Beispiel Hill kommt rein. You know, Steve, I think it's doubly difficult to keep up the level of play he does when you know you're the focal point of the defense. Stevenson gut in der Defense. To be able to play like he has when you have a reputation of being the guy, that's impressive. On the court right now for the Hawks. Ach, Mist. Then it's Damari Carroll. Then there's Paul Millsap. And it's Antic in at the center, locking down the middle. You know, a lot has been said about the Pacers and their defense, but in addition to them being great with their positioning and skill, Lance Stevenson, sehr schön. Mentally and physically, they really pride themselves on playing smash-mouth basketball and don't hesitate to get into your airspace and get in your face. Carroll passes to Antic. Korver, here's the three. Ah, Korver, der kann natürlich auch mal einen Dreier reinmachen. Das war eigentlich ganz gut. That shot becomes effortless for him when the D is so relaxed. They got to get more intense. Timeout call the Pacers. Ja, kann man verstehen, dass unser schöner Trainer hier die Auszeit nimmt. Jetzt wieder ein Block, bitte. Ja, kein perfekter Block. Yes, der geht rein. Aus der Mitteldistanz. Ein schöner Wurf von David West. Der kann nochmal so einen reinmachen. Jeff Teague. Der Jeff Teague ist auch ein guter Spieler, muss man sagen. Guter Point Guard. Aber der will auch manchmal ein bisschen viel. Ein bisschen zu viel. Und dann manchmal klappt es, oft klappt es, aber manchmal klappt es, wie gesagt, auch nicht. Und most of the time he doesn't stop until he's laid the ball in the hoop. Well, Mike Budenholzer, you know, the new coach of the Hawks, spent 19 years with the San Antonio Spurs, including 17 as an assistant. Sehr schön gespielt von Grant Hill auf Roy Hibbert und der hat sich gut freigelaufen. Natürlich hat sich der dann auch gut positioniert und konnte dann einen schönen Layup machen. Und der Stil. Dave West leider nicht mit dem Dunking, aber mit dem Korbleger, dem Alley-Oop-Korbleger. Aber trotzdem die Punkte für David West. Das ist sehr schön. Das Foul von Roy Hibbert. Ich glaube, ich nicht springen müssen dürfen. Teague macht die auf jeden Fall rein, das ist, das steht fest. Shelvin Max checked in for Damari Carroll. Hibbert kicks to Hill. Outside, George. George mit dem Dreier, der geht natürlich viel zu kurz. Viel zu kurz. Antic von ganz weit draußen. Hibbert aus der Mitteldistanz. Auch nicht drin. Das tut natürlich weh, solche Würfe liegen zu lassen. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich jetzt da... Ja, Korver steht natürlich komplett frei. Macht ihn aber nicht, aber Millsap mit dem Putback-Dunk. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich ein Fehler von mir. Clark, that is the effort they're gonna need for the rest of this game. And not just on the offensive glass, Kevin, but all over the floor. Here's Hibbert. Wow. Antic. It's back to Hill. Puts up a three. Der Dreier litzt auch nicht. Das tut weh. Aber naja. Können wir wieder Scola rein und Mahimi rein. Und Mahimi mit dem Block. Stevenson and George on the wings.
Sehr schöner Wurf von Paul George. Sehr schön. Carroll kicks the tee. Teak verteidigen und Elbrand. Nein. Ja, das war natürlich ein einfacher. Ich würde mich verarschen lassen. Sehr schön von Grant Hill. Sehr schöner Coast-to-Coast-Lauf von ihm. Hier ist Korver, defended by George. Back to Teague. Wide open look. Ja, sehr schön. Lian Stevenson. Oh, sehr schön. Alley-oop. Sehr schön. Wirklich bin ich der beste NBA-Spieler, NBA 2K-Spieler. Aber ich denke, es geht auf jeden Fall klar. So, hier. CJ Watson wird mal wieder eingewechselt und Roy. Roy Hibbert. Yes, guys, Mike Budenholzer had some words for his team. He told them it's time to fight and take the lead. Let's put ourselves in CJ Watson. Bring it home. Guys, we'll see if they've got what it takes. Und der Stil von Paul George und der Punkt, der Dank von Paul George. Sehr schön. Ein sehr schön. Und trotzdem sind noch 1 Minute 40 zu spielen. CJ Watson wieder mit der Verteidigung gegen unseren guten alten Jeff Teague. Der kann Dreier, Alter. Ich denke immer, der kann nichts. Antic. Aber stimmt. Wow. Das war ja. Watson dishes to Stevenson. Feeds it to Scola. He's against Brand. Ah, Luis Scola. Luis Scola. That one is on Brand. Boah, oh, der geht Gott sei Dank rein, der Freiwurf. Hab schon gedacht. CJ Watson mit dem. Ah. On the opponent's home floor. He feeds it to T. Oh. Oh, CJ Watson mit dem Block. Ein sehr rasantes Spiel jetzt. Ich lasse viele Punkte liegen. Muss man sagen. There's 45 seconds left in the fourth. Carroll passes to Teague. Shot clock at 6. Ah. And there's the foul, it's on CJ Watson. Mm-hmm. That's foul number 2 for him. Passes it to Antic. Ah. Da kann er durchschlüpfen. Ja, fangen sie natürlich an zu faulen, wenn nur noch 30 Sekunden zu spielen sind. Also Gott sei Dank macht ihn rein. Und vergrößert den Abstand auf 5 Punkte und auf 6 Punkte. Sehr schön. Showing off a very smooth stroke at the free throw line right there. The Hawks have gone 3 of 6 in the field so far in the fourth quarter. Korver, no luck. Millsap with the steal. Sehr schön mit dem Block von Roy Hibbert. War natürlich sehr schlecht gespielt von mir, nachdem ich den Ball wieder hatte. A little over 2.5 minutes have passed here in the fourth quarter. They get it again. Teague for 3. Shot is off. Und Scola. Sehr schön, Scola. Und mal mit dem Dank. Sehr schön. So, Hibbert wird mal wieder ausgewechselt. Mahimi kommt rein.
Hier kommt Turner mal rein. Denn Turner hat gar nicht schlecht gespielt. Fand ich. Oh. Ja, da hat er gut getäuscht, angetäuscht. Wie auch immer er heißt. Martin. He's perfect from the line this time. And that's out of bounds. Indiana will retain possession. Ja, wir nicht. Pacers Ball, so ja. If that pass gets through, it's probably 2 points. And he knew that. He knew if it gets through, it's a score. So that's why he sold out for it. So, ich würde sagen, Miami sage ich schon, ich bin schon bei Miami. Indiana kommt auf jeden Fall weiter gegen die Atlanta Hawks. Laut meinem Orakel kommt Indiana weiter. Muss dazu sagen, das ist sehr realistisch, denn Indiana hat natürlich eine sehr gute Saison gespielt, zum Ende hin ein wenig nachgelassen, aber dann auch wieder gegen Oklahoma gewonnen. Man muss sagen, hier ist der beste Spieler, Paul George, aus dem Spiel, aus der bisherigen Serie. Ja, ich denke, Paul George zu Recht, der beste Spieler des Spiels. Und somit kann man sagen, die Indiana Pacers gewinnen die Serie gegen die Atlanta Hawks. Und ziehen damit eine Runde weiter in die... sind es die Semifinals? Sind noch nicht die Semifinals. Es sind die quasi das Viertelfinale. Also das, keine Ahnung, wie die heißen, Half-Semi oder sowas. Ich weiß nicht genau. Quarterfinals oder sowas. Quarterfinals hört sich ganz gut an. In die Second Round, jedenfalls in die zweite Runde. Und sind damit eindeutig weiter. Würde damit sagen, auf jeden Fall ein recht realistische. Sehr realistische Aussage, denn Indiana hat ja ganz gut gespielt über die Saison und ich denke, die werden noch weit kommen. Je nachdem, wie weit ist die Frage. Ich möchte mich jedenfalls bedanken fürs Zusehen und falls es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar, was man verbessern könnte oder generell, was euch aufgefallen ist, was euch gut gefallen hat oder sonst was. Ansonsten, wenn ihr einmal up to date sein wollt, dann klickt auf den Abonnieren-Button. Und seid immer up to date in Sachen Videos und Content. Ansonsten kann man nicht mehr viel sagen. Außer dass es mir Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, guckt euch auch die anderen Playoff-Orakel an. Somit kann man sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Haut rein, wir sehen uns. Ciao.